Wir vergleichen heute mal das iPhone 15 Pro mit dem iPhone 13 Pro Max, soweit der Vergleich überhaupt möglich ist, weil das natürlich zwei völlig unterschiedliche Geräte sind. Was ihr hier seht, das ist das iPhone 15 Pro und wir gehen mal ganz kurz auf die augenscheinlichsten Neuerungen ein auch. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das hier ist, wie schon gesagt, das iPhone 15 Pro Max. Das erkennt man zum Beispiel am Always-On-Display. Das heißt, das ist immer abgedunkelt und on, wenn man das möchte. Man kann das auch abschalten in den Einstellungen. Und wenn ich mich anmelde, sieht das Ganze so aus. Und das sieht exakt genauso aus wie mein altes Handy, mit dem ich gerade film übrigens. Kleine Informationen am Rande. Und das Spiegeln hat etwa 15 Minuten gedauert. Und dann war das Ganze hier sozusagen eingerichtet. Abgesehen vom Update, das hat auch nochmal 15 Minuten gedauert. Schätzungsweise. Also das ist wirklich etwas, was Apple so schnell keiner vormacht oder nachmacht. Die Einrichtung der Geräte im eigenen Kosmos sozusagen, das ist wirklich Wahnsinn. Sehr beeindruckend, wie gut die Geräte miteinander funktionieren. Immer wieder. Also das Always-On-Display ist neu. Außerdem ist natürlich die Notch hier oben neu. Das Always-On-Display, ja, habe ich schon erwähnt. Die Notch heißt ja auch Dynamic Island. Das wurde mit iPhone 14 eingeführt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine große Verbesserung ist gegenüber der Notch vom iPhone 13. Nicht wirklich wahrscheinlich. Ist sehr fancy, sieht sehr schick aus, das auf jeden Fall. Aber einen wirklichen Mehrwert bietet die Dynamic Island vermutlich eben nicht. Störend ist das Ganze immer noch, zum Beispiel wenn man einen Film schaut oder ein Spiel spielt. Ja, was haben wir noch Neues? Ich glaube ein 120 Hertz Display. Ich weiß nicht, wann das genau eingeführt wurde. Ich meine, mein iPhone 13 hätte nur, weiß ich nicht, 100 Hertz oder so. Keine Ahnung. Bin mal gespannt, ob mir das im täglichen Betrieb auffallen wird überhaupt. Ebenfalls neu ist natürlich der Action-Button an der Seite. Früher gab es einen Schieberegler, wo ihr laut und stumm das Handy schalten konntet. Das geht jetzt per langes Drücken auf den Action-Button, den ihr hier ganz rechts seht. Und außerdem gibt es natürlich den berühmten USB-C-Anschluss endlich. Es macht für mich aber gar keinen großen Unterschied, weil ich lade ja mein Gerät über sowas hier. Also da lege ich das iPhone einfach drauf und das Teil hier steckt wiederum im Mac. Also für mich ändert sich dadurch gar nicht so viel, ist natürlich trotzdem ein nice to have, zumal die alten Anschlüsse vom iPhone immer wahnsinnig schnell verstaubt waren, irre schnell verstaubt waren und ich dann per Kabel gar nicht mehr laden konnte, innerhalb von einem halben Jahr oder so. Und ich mache mit meinem iPhone gar nichts, ich bin nicht in der Wüste unterwegs oder ähnliches. Das Einzige, was das iPhone, glaube ich, gar nicht mag, sind so Flusen aus der Hosentasche. Und das bleibt nun mal nicht aus, wenn man das iPhone in der Tasche transportiert. Und deswegen ist das vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht ist der USB-C-Anschluss da weniger anfällig. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, damit haben wir die größten Neuerungen im Wesentlichen schon angesprochen. Das Kamerasystem wurde verbessert, angeblich laut Apple. Ich glaube, aber im Endeffekt merke ich davon nicht viel. Wir haben hier im Pro einen Dreifach-Zoom maximal. Im Pro Max hätten wir einen Fünffach-Zoom. Und ich muss sagen, das iPhone 13 ist ein sehr gutes Handy. Ich liebe das iPhone 13. Das hätte nicht unbedingt ersetzt werden müssen, aber ich habe halt vertragsbedingt ein neues Handy bekommen und ich habe mich da etwas verkleinert. Das sehen wir nach einem direkten Vergleich nochmal. So viel erstmal dazu. Auch die Farbe habe ich gewechselt. Mein altes iPhone war silberweiß und das neue ist jetzt irgendwie anthrazitschwarz. Mausgrau, ich weiß nicht genau, wie die Farbe heißt. Sehr schick auf jeden Fall. Das iPhone 15 Pro. So, jetzt habe ich hier mal die Kamera gewechselt. Ihr seht jetzt das iPhone 13 Pro Max. Das erkennt man an der Notch oben. Unter anderem, das Gerät ist natürlich viel größer. Wie ich schon erwähnt habe, ist es auch farblich was anderes. Das ist Silber am Rand und wie gesagt der Schieberegler hier an der Seite und unten das verstaubte MagSafe-Anschlusskabel. Also das sieht wirklich aus wie Schwein, gebe ich zu, obwohl ich das Handy immer in der Hülle habe. Vielleicht sieht es auch genau deswegen so aus. Weiß es nicht genau. Auch eine schöne Farbe. Ja, ich war sehr zufrieden mit dem Telefon. Ist natürlich ein Fortschritt in jeder Hinsicht. Ich komme ja vom iPhone 12 Pro.
Pro ursprünglich. Das war auch wesentlich kleiner von den Abmessungen her, ähnlich wie das jetzige iPhone 15 Pro. Und das war mir irgendwie zu klein, beziehungsweise ich wollte die bessere Kamera haben und auch ein größeres Display. Dann habe ich mich fürs Pro Max entschieden, das ich jetzt 2 Jahre lang benutzt habe. Und das ist immer noch gut. Das Display ist fantastisch. Die Akkulaufzeit ist gigantisch gegenüber dem normalen iPhone. Das muss man wirklich sagen. Während man, weiß ich nicht, mit dem normalen locker durch den Tag kommt, kommt man mit dem locker durch 2 oder 3 Tage ohne aufladen zu müssen. Das ist ein Riesenunterschied und es ist natürlich toll hier, wie gesagt, das riesige Display, aber es hat halt auch den Nachteil, dass es in der Hosentasche relativ groß ist. Es ist relativ sperrig und auch relativ schwer und drum habe ich mich dieses Mal für ein kleineres Modell entschieden. Wir können mal noch so ein bisschen die Ecken uns ansehen. Vielleicht zeige ich die Ecken vom iPhone 15 gleich auch nochmal. Das ist alles ein bisschen runder geworden. Und dadurch, dass Apple jetzt, ich glaube, mehr Titan, hauptsächlich Titan verwendet als Material und weniger, weiß ich nicht, was sie vorher verwendet haben, ist das auch merklich leichter geworden. Das muss man wirklich sagen. Das ist das leichteste iPhone, das ich je in der Hand hatte. Da merkt man tatsächlich einen Riesenunterschied. Es ist natürlich auch kleiner wie das Pro Max und schon deswegen leichter, aber es fühlt sich wirklich, also federleicht für ein Apple-iPhone, gigantisch. Ich glaube, die Samsung-Handys sind schon seit Jahren so in dieser Gewichtsklasse. Und Apple war immer der schwere Klotz. Das scheint sich jetzt mit dieser Generation ein bisschen geändert zu haben. Das ist schön. Ja, und ansonsten fällt mir gar nicht mehr so viel ein, was ich euch erzählen könnte. Ich muss es jetzt mal im Alltag nutzen. Wie lange hält der Akku wirklich? Das sind Dinge, die ich mal ausprobieren muss demnächst. Vielleicht mache ich da dann nochmal ein Video dazu bei Zeiten. Für den Moment soll es das aber jetzt erstmal gewesen sein. Wir vergleichen nochmal die 2 Geräte direkt miteinander. So, hier sehen wir jetzt nochmal den direkten Vergleich zwischen den beiden Geräten. Einmal das 13er Pro Max links und das 15er Pro mit dem Always-On-Display rechts. Das können wir natürlich auch mal aktivieren. Oben die verschiedenen Notches. Jetzt haben die sich verbunden, warum auch immer. Beziehungsweise hier die nicht vorhandene Notch, die Dynamic Island und die Notch. Außerdem sieht man auch ein bisschen den Größenvergleich, hoffe ich. Ja, so viel erstmal dazu. Mal gucken, wie es sich im Alltag schlägt. Dazu mache ich vielleicht auch nochmal ein Video. Vielleicht werde ich auch die Kameras mal direkt miteinander vergleichen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, ob ich da irgendwelche Unterschiede feststellen kann. Und ansonsten war es das jetzt erstmal. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.